Hallo und willkommen zu einer neuen Folge zu den Tutorials von Agrarian Skies. Und es geht heute mal ein klein bisschen um Thaumcraft. Und wir brauchen hier erstmal, ja, Gastränen hätte ich hier sogar noch. Wir brauchen hier erstmal die wiederverwertbaren Safari-Nets. So, die können wir hier unten, ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt brauchen werde. So, dann brauchen wir einmal ein Hackmesser. Oder irgendwas Scharfes zum Schnetzeln. Und ich habe mir jetzt hier auch noch meine Rüstung angezogen und ihr hört schon, hier unten ist irgendwas los. Nämlich, wenn ich hier auf F3 gehe, seht ihr hier Magical Forest Biome. Und darunter habe ich mir was Schönes gebaut, nämlich einen Spawnbereich. Denn wir brauchen Pech. Mit dem können wir Dinge von Thaumcraft und auch ein paar andere Dinge handeln. Und deswegen suchen wir uns jetzt einfach mal einen. Und ich werde es dann, diesen Spawnbereich, auch wieder mit Fackeln ausschalten, denn das Ganze hier geht mir direkt auf die Nerven. Durch die Rüstung bin ich dann doch ziemlich unverwundbar. Nein! Jetzt habe ich den Pech auch noch selber getötet. Ist hier noch irgendwo einer? Ach Mann. Da sprengt sie alle in die Luft. Ist jetzt ein bisschen aufgeräumt. Naja. Also. Dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn neuer Pech da ist. Bis gleich. Hallo und hier bin ich wieder und ich sehe jetzt hier drinnen auch ein Pech und ich werde jetzt auch einfach reinrennen und mir den schnappen mit dem Safari-Net. Die Monster können mir eh nichts Großes antun. Ich will nur nicht, dass ein Creeper den Pech mitsprengt. Einen habe ich. Zwei habe ich. Drei habe ich. Weg. Vier habe ich. Ist doch besser gelaufen, als ich gedacht habe. Sämtliche Safari-Nets sind voll mit diesen schönen Pechs. Du hältst auch mal die Klappe. Und ihr beiden auch. So, dann gehen wir mal in F7 rein und schauen, wo wir hier ein bisschen ausleuchten. Dann wird es auch oben ein bisschen leiser. Und ich merke schon, ich sammle hier jetzt wieder fleißig irgendeinen Dreck ein. Mann. Die Schuhe sind so schnell, dass man damit so blöd durch die Tür durchkommt. So, haben wir hier irgendwas, wo ich was ablegen kann? Ja, da drüben. So, dann kommt hier mal alles raus, was ich nicht brauche. Los. So, und dann brauchen wir noch was, denn wir wollen den ja auch zum Handeln bewegen. Und dafür brauchen wir Gegenstände mit diesem Aspekt. Lucrum, die ich jetzt rausgefunden habe, sind Dias und die Dia-Werkzeuge. Deswegen habe ich mir hier auch mal einfach ein paar Dias geholt. Davon brauche ich mal hier einen Stack und dann werden wir doch mal mit einem handeln. So, setzen wir den hier hin. Rechtsklick könnt ihr ihnen die nicht geben, aber mit Q. Die sammelt er dann ein. Und ihr habt ja jetzt hier diese grünen Partikel über ihn. Und wenn die grünen Partikel da sind, könnt ihr mit ihm handeln. Schauen wir mal, was er uns geben will. Wissensfragment. Und hier braune Talgkerze. Wie schaut denn die aus? Schaut die gut aus? Naja, gibt Schöneres. Was hast du noch ein bisschen? Man bekommt hier immer ein paar andere Angebote. Hm? Daumiumstiefel. Manchmal bekommt man richtig gutes Zeug, manchmal bekommt man einfach nur richtigen Dreck. Goldener Apfel und Diamant, ja, ist auch nicht schlecht. Eine Gasträhne und eine Kerze. Man kann
leider nicht aussuchen, was man will, oder durchtappen. Sobald er einmal hier ein Angebot hat, verschwindet hier dieser Würfelknopf. Das heißt, ihr müsst das Angebot annehmen. So. Die Kerze bekommst du wieder. So, und ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier ein paar Dinge. Ein paar Stiefel. Und alles, was es sonst noch so gibt. Meine Dias. Du kommst auch wieder mit. Na, Shift und Rechtsklick. So. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Freund von diesen Safari-Nets. Hier hinten bei meinem Blutaltar die ganzen Kühe. Es ist jetzt aus, weil... Ja, ist die Mob-Essenz leer. Muss ich mal wieder nachfüllen. Ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, da das automatisch nachfüllen zu lassen mit einer schönen Mob-Farm, aber passt schon. So, hier seht ihr ja, in den Autospawnern kann man hier die Dinger reinlegen und kann man sich die spawnen lassen. Ja, da wird jetzt halt leider geopfert, weil das Ding so aufgebaut ist. Aber ich finde es schön, ihr könnt mit diesen Autos spawnen, wenn ihr einen Mob habt, so viele davon machen, wie ihr wollt. Es geht auch mit Wither Skelets und sonst was. Ja, falls ihr mal wollt, oder falls es euch mal interessiert, wie man sowas baut, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Jo, und das war's dann auch wieder von mir, und ciao.